Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaurock. Heute der nächste Daily Vlog. Und zwar, heute hat der liebe Leo Geburtstag. Er wird 2 Jahre, sagenhafte 2 Jahre. 2 grauenvolle Jahre mit ihm zusammen. Oh weh. Amy ist mir auch schon extrem dankbar. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, dass ich jetzt vor kurzem erst den Daily Vlog begonnen habe und jetzt bisher immer irgendwie was habe, wo ich euch zeigen kann oder erzählen kann. Und heute der Geburtstag vom kleinen Leo. Und der Leo, der wartet schon auf etwas. Nämlich, er kriegt ein kleines Geschenk von mir. Und zwar habe ich hier einen wunderschönen Knochen. Schau mal, wie er sich schon freut. Was? Bist du ein braver Hund? Leo, bist du ein braver Hund? Ja, du bist ein braver Hund, gell? Ja, du bist ein braver Hund. Ja, du bist ein braver Hund. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, und jetzt mach Platz. Mach Platz. Ja, so ist fein. Willst du ein Geburtstagsgeschenk haben? Warst du brav die letzten 2 Jahre, Leo? Warst du brav? Mach mal Platz. Ja, da. Ja, du warst brav, gell? Weitgehend warst du brav dieses Jahr, Leo. Weitgehend brav war er. So, er freut sich, genau. So, ja, liebe Leute, wir werden jetzt uns ein Video anschauen. Und also so ein Reaktionsvideo machen wir. Ein kleines, mal gucken, was wir genau machen. Ich habe ja ein paar Videos eingeschickt bekommen. Vielleicht machen wir davon irgendeins. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Gucken wir mal, was wir so haben. So, meine Freunde, und zwar ein Bendo. Lieber ein Bendo, vielen Dank für dieses wunderschöne Video. Etwa 3 Minuten von Davis Schulz. Und zwar der Hobbylose. Hobbit-Parodie. Synchro verarsche Gartensong. Ich bin mega gespannt, was uns erwartet. Ist mal was anderes, kein Prank oder irgendwie sowas, sondern wirklich eine Parodie von einem bereits vorhandenen Film oder Video. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Nicht für Zuschauer. Gandalf in Klopapier! Grüß dich. Ja, herzlich willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Ja, grüß dich. Dürfte ich aber noch kurz fragen, wieso du als einziger 2 Stunden zu spät gekommen bist? 2 Stunden zu spät? Übertreibst du eigentlich ein bisschen? Ich habe schon seit 190 Jahren nicht mehr übertrieben. Naja, ich musste eben über eine Umleitung fahren. Eine Umleitung? Wie abwegig. Also, wie ihr seht, wir haben ein neues Mitglied in unserer Männerrunde. Er ist ein Mann und sein Lebensmotto lautet: Knall mich, ich bin ein verzauberter Böller. Also, herzlich willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Toni. Toni ist mein Name. Ich freue mich, hier zu sein. Aus welchem Grund genau bist du hier? Ich bin ein Frauenmagnet. Oh, oje, oje. Du bist nicht der Einzige aus unserer Selbsthilfegruppe, der Probleme mit Frauen hat. Unser kleiner Hobbit Bilbo Beuteltier wird von seiner Frau unterdrückt. Ey, Moment. Wow, 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 wow. Ich werde nicht unterdrückt. Ich bin ganz klar der Herr im Haus. Ach, und was war das vor 2 Tagen? Guten Tag. Dürfte ich den Herrn des Hauses sprechen? Warten Sie. Ich hole meine Frau. Weißt du, Kleiner, man muss einfach mal Nein sagen können. Meinst du das ernst? Nein. Das ist eine Kerze. Ja. Eine sehr schöne Kerze. Ja. Ich habe aber mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Ich will mal in einer Welt aufwachen, in der man weiterschlafen kann. Alter, der echt voll recht, dieses Arschkopf, diese Schwurzelbacke. Echt geil, ich geb dir voll recht, sauren Sohn. Hey, Hobbit, einmal Wasser mit Rum, bitte. Um diese Uhrzeit? Stimmt, dann nur den Rum. Was reden wir für einen Mist zusammen? Das hier ist kein Film, Leute, das ist die Realität. Doch, um genau zu sein, ist das hier ein Film. Da hinten steht Legolas mit der Kamera. So, das neue Mitglied ist jetzt soweit. Toni, wir zeigen dir jetzt unser Selbsthilfegruppenlied. Selbsthilfegruppenlied. Wow, der Gartenschau. Worauf warten wir noch? Fangen wir an zu singen. Ich hab dich. Warte, das ist doch scheiße. Haltet die Fresse. Wow, der Song ist richtig schlecht, Leute. Wow, Jungs, so funktioniert das doch nicht. Was ist nur aus dem guten alten Musikgeschmack geworden? Früher war einfach alles besser. Außer ich war schon immer scheiße. Freundchen, früher war nicht alles so schlecht wie jetzt. Meine Milch zum Beispiel, die war gestern noch gut. Okay, Leute, wir versuchen den Song nochmal und diesmal richtig. Okay, also wir singen ein 4/4 mit 8 Takten. Ich beginne im Auftakt und ihr steigt dann ein. Also los. Ich stehe im Garten, Atmen, warte. Ich könnte ihn braten, will aber lieber noch warten. Also Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das war doch verdammt geil, oder nicht? Ja! Scheiße, war das geil! Mann, das war mega! Prost! Ja, mega!
Ja, lustige Idee auf jeden Fall. Was mich wundert, dass die Synchro echt gut ist, ne? Also, dass das von den Lippenbewegungen her echt gut gepasst hat. Also, das muss man schon mal sagen. Das war löblich. War lustig auf jeden Fall. Hat mich jetzt zwar nicht vom Sessel gerissen oder so, aber es war gut gemacht. Auch die Witze teilweise waren nice, ne? Gestern war alles besser. Gestern war die Milch noch gut. Ja, das ist, Tatsache, ne? Gestern war die Milch noch gut, da war es natürlich besser. Ja, echt geil, auf jeden Fall. Wenn ihr auch ein Video habt, das ihr gerne mal wollt, was ich mir anschaue und ihr dabei zuschauen wollt, wie ich drauf reagiere, dann einfach an xauk@xauk.de einschicken oder als Kommentar. Und wechseln mal wieder zu. Ja, liebe Leute, das ist wieder mal ein erfolgreicher Tag für unseren Vlog. Was zur Hölle ist eigentlich mit meinen Haaren los? Ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt für einen Vlog, also für demnächst, irgendwann mal nächste Woche oder so, oder vielleicht die Woche, naja, die Woche nicht mehr, aber nächste Woche, da können wir auch zum Friseur gehen, da gucken wir mal, was wir mit den Haaren machen, weil momentan, das wird mir alles zu lang. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr zufällig ein Like da lassen und teilen, ne, weitererzählen und so, und Hashtag du schaffst das oder irgendwie sowas, damit ich hier weiterhin meine Vlogs schaffe. Aber es geht eigentlich, ne? Also, ich meine, so 3-4 Minuten Video, das ist eigentlich jetzt nicht so das Problem. Das kriege ich schon irgendwie hin. So wie viel haben wir eigentlich? 12:30 Uhr. Meine Produktion ist auch heute schon fertig. Eigentlich passt es eigentlich momentan. Also ich bin begeistert, wie es momentan klappt, und ich bin gespannt, wie die nächsten 360 Tage. Ist das schon die 5. Folge? Ich weiß es gar nicht. Ist das die 5? Es kann sein, dass es schon die 5. ist. Auf jeden Fall etwas über 360 Tage. Also 360 Videos noch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Damit sage ich Tschüss.